Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Heute wieder back. Hier regnet es sogar. Unsere Ziele sind, der Geist zu verjagen mit Räucherstäbchen, eine Kerze durch Salzwanne. Ja, wir können wieder mal gar nichts machen. ich bringe jetzt erstmal wieder alles in die Küche, beziehungsweise, ja, rein. Und dann sehen wir uns drin wieder. Alter, guck mal, die Geistaktivität ist einfach gerade auf 10. Ich hole hier gerade noch das letzte Zeugs und... Alter, das ging gerade übel ab. Was ist denn drin abgegangen? Okay, Leute, wie gesagt, es ist jetzt alles drin. Wir nehmen jetzt kurz den... Wo ist denn der MF wieder? Ah, hier ist der. Okay, warte mal. Wir laufen jetzt erstmal mit dem wieder durchs ganze Haus, so wie gehabt. Und ich guck kurz, wie den... Da ist gerade ein Bild runtergefallen. Alles klar. Und da geht auch der MF wieder ab. Okay, dann... Das ist hier wahrscheinlich der Raum, wo der Geist ist. Beziehungsweise... Wir waren beim Tisch. Ich glaube, hier hinten ist ja die Garage, genau. Und hier ist doch das Stromding. Oder auch nicht. War das denn unten im Keller? Also ja, muss ja, ne? Ja, guck, da unten ist es auch schon. Hier unten hatten wir auch mal, ich weiß nicht mehr, ob das mit Tim oder Levin oder so war. Da hatten wir doch hier unten auch mal so ein Ouija-Board. Und dann hat er uns alle drei instant dort getötet. Also nicht instant, alle nacheinander, aber relativ schnell. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen Licht. Da hier ist sogar 3, Alter. Okay, wir machen hier mal die Dings hin. Er schmeißt hier relativ viel Zeugs herum. Vielleicht ist es tatsächlich ein Poltergeist. Es ist schon 4. Es könnte ein Poltergeist sein, auf jeden Fall. So, wir vloggen das natürlich. Ne, wir stellen die Kamera jetzt erstmal hier auf. Dann haben wir alles schon im Überblick. Stellen hier das Buch hier auf den Tisch. Und holen jetzt mal noch den Rest. Oh, okay. Er hat reingeschrieben. Die, die, die. Die, die, die. Ist... nicht unbedingt so gut für uns. Geisterbuch, genau. Habe ich eingetragen. Dann versuche ich jetzt mal kurz mit ihm zu sprechen. Bei Herz hier Zeit erstmal vielleicht kurz Fingerabdrück. Ich glaube nicht, dass es Fingerabdrücke hatte, deswegen ja, rede ich jetzt mal mit ihm. Hallo? Kannst du mich hören? Okay, er redet scheinbar wieder nicht mit uns. Kann das denn überhaupt noch ein Poltergeist sein? Tatsächlich nicht, okay. Aber ich meine, ins Buch hat er ja obviously geschrieben. Wir könnten das eigentlich noch kurz fotografieren. Okay, 3-Sterne-Interaktion. Nice. Okay, dann... Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten wieder in den Van gehen und kurz gucken, ob er irgendwas reinschreibt. Wäre sympathisch auf jeden Fall. Oh Leute, das Licht flackert. Ich habe auch einen Geisterorb gesehen. Das ist schon mal gut. So, ja. Könnte noch ein Shade, ein Yurei, Yokai oder Hantu sein. Okay... Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was es ist. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen wieder rein. Ich meine, was sollen wir hier draußen jetzt sonst noch machen? Okay, es könnten noch Fingerabdrücke, könnten es noch sein. Es könnte noch die Sprachbox sein. Könnte es denn noch sein? Das war eigentlich alles, oder? Oh, EMF. Ach klar, EMF. Ja, das ist obviously Stufe 5. Das heißt, es ist ein Shade. Das heißt, wir verpissen uns jetzt ganz schnell wieder. Ich will nicht, dass wir jetzt verrecken, Digga. Okay, Leute, wisst ihr, was da unsere Sanity immer noch sehr hoch ist? Und wir eigentlich mit, also eigentlich ja wissen, was wir, was für ein Geist es ist. Und da wir ja eh nichts zu verlieren haben, also jetzt von Gegenständen, zum Beispiel so Salz oder so, dann gehen wir einfach noch rein und versuchen noch alles zu fotografieren. Einerseits der Geist, andererseits zum Beispiel der EMF-Reader. Und das Geisterorb wird halt ein bisschen schwierig, ob ich das fotografieren kann. Ach ja, stimmt, ich wollte hier auch noch das Licht ausmachen, weil auf der Kamera hat man dann das Geisterorb sehr schwer erkennt. Dass das vielleicht... nicht mehr passiert, machen wir hier mal das Licht aus. Oh, MF Reader geht los. Stufe 5, komm. Null, das Teil hat sich gerade bewegt. Und der MF Reader geht wieder los. Diesmal sogar nur Stufe 3. Ah, guck, das zählt an, ja, aber das sind nur 2 von 3 Sterne. Okay, ich warte nochmal, vielleicht geht er ja noch ein bisschen höher. Okay, geht wieder los. Vielleicht diesmal. Okay, Leute, ich gehe jetzt nochmal rein und versuche vielleicht mit dem, vielleicht noch ein Geisterorb zu fotografieren, weil obviously... funktioniert das mit dem EMF Reader doch nicht so ganz. Und sowieso hätten wir ein Foto von, ja, als er anging, halt einfach nicht auf vollster Stufe, ja. Okay, auch das mit dem Geisterorb scheint nicht zu funktionieren. Ja, dann was machen wir denn jetzt? Oh, der Geist ist gerade hoch. Okay, warte, dann gehen wir kurz rein. Vielleicht können wir doch ein Foto machen und dann abhauen. Na, ich höre den EMF Reader schon von hier. Fuck, wir haben nur noch ein Foto. Ist also dumm, dass ich die 2 verschwendet habe im Van. Ja, 5. Ah, das gibt 3 Sterne, nice. Er redet. Okay, wir verpissen uns. Okay, ja, das Haus ist jetzt, also clear ist es noch nicht, aber wir wissen jetzt, was für ein Geist das ist. Oh ne, Alter, meine W-Taste, oh mein Gott. Wenn da jetzt die Tür zugegangen wäre,
und ich wegen der Betas die nicht durchgekommen wäre, dann wäre aber nicht mehr gut gewesen, Digga. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt das Haus vorbereitet und jetzt gehen dann die Profis dahinter, weil wir sind ja eigentlich nur sozusagen die Detektive. Okay, ja. Genau, wir sind ja auf den Entschluss gekommen, dass es ein Shade ist. Soll ja auch alles stimmen. Ja, dann würde ich sagen, verbissen wir uns, oder? Alter, 100 haben wir bekommen. Eigentlich hätten wir nur 40 bekommen. Fotos, gab 20, Versicherung 10. Wieso auch immer, ich bin eigentlich nicht gestorben und so, aber naja. Die Aufgabe 1, also was für ein Geist das ist, ist es auch richtig, es war ein Shade. Ja, nice, wir haben 100 plus gemacht, das heißt, wir haben in der nächsten Folge auch wieder ein paar Items. Nice auf jeden Fall, denn ja, Leute, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Phasmophobia. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.